aus der Genusszone. Ich mache heute mit euch einen überbackenen Lauch und es ist super lecker, da ist total viel Soße drin und, naja, mit Speck. Wer keinen Speck mag, der muss ihn natürlich weglassen. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was wir dafür alles brauchen. Zunächst einmal brauchen wir natürlich eine Stange Lauch dafür. Dann Butter, Mehl, Speck, Sahne, Brühe. Das hier ist Gemüsebrühe. Ihr könnt natürlich auch Rinderfond benutzen oder Kalbsfond. Pfeffer, Salz, Muskat und Käse. Das hier ist eine Sorte, also es ist schon fertig gerieben. Das ist ein Pasta-Mix. Da drin sind Cheddar, Regatto und Maßdammer. Ihr könnt den natürlich auch Gouda benutzen, das ist ganz egal. Den Käse, den ihr am liebsten esst, den benutzt ihr dafür auch. Den Lauch müssen wir natürlich in passende Stücke schneiden und auch vorher putzen und waschen. Dafür machen wir einfach einmal unten die Wurzeln ab. Dann nehmen wir einmal die äußeren Blätter ab. Ich nehme meistens die äußeren beiden, also einmal von der Seite, einmal von dieser. Dann schneide ich das einmal in der Mitte längs durch. Und dann wasche ich das gleich unter fließendem Wasser, indem ich einfach hier vorne die Blätter auseinanderziehe und dann kann ich den Sand, der eventuell dazwischen sitzt, einfach rausspülen. Dann schneide ich den Lauch einfach in längliche Stücke, ja, ungefähr so lang. Also je nachdem, wie es am besten in eure Auflaufform passt. Und schichte die einfach da so rein. So, weil die oberen Blätter hier ziemlich faserig sind, nehme ich die erst wieder runter. Also hier schneide ich noch ein Stück ab bis hierhin, nehme die dann wieder runter. Und die, die da drunter sind, sind immer etwas zarter. Dann benutze ich eher die. Allerdings schmeiße ich diese Reste hier auch nicht weg. Die verarbeite ich dann später, wenn ich einen Gemüsefond oder so kochen muss. Dann tue ich die da einfach mit rein. Wie gesagt, das ist ja alles kein Müll, sondern... ja, einfach nur die Reste, die nicht mit in unsere Form passen. Und das alles wird dann zu meiner nächsten Hühnersuppe oder Eintopf oder was mir auch so einfällt. So. Wenn ihr jetzt aber sagt, oh, ich habe gar nicht vor, demnächst irgendwelche Suppen zu kochen, dann schneidet ihr euch das einfach schon mal klein. Und dann ab damit einfach in die Gefriertruhe. Ja, dann liegt es bei euch nicht im Kühlschrank rum und vergammelt, sondern ihr könnt es dann halt dann benutzen, wenn ihr es braucht. Dann stellt ihr euch einen Topf auf und lasst den heiß werden. Ich habe es jetzt nicht auf ganz hohe Hitze, sondern von 9 Stufen habe ich Stufe 7. Das reicht eigentlich schon. Und dann lassen wir einmal den Speck aus. Deswegen habe ich ihn auch nicht ganz hochgestellt, also die Hitze ganz hochgestellt, weil wenn ich das zu hoch mache, dann verbrennt er mir, bevor er anfängt, Fett. Also bevor er anfängt, Fett auszutreten, verbrennt mir schon der Speck und das will ich ja nicht. So, wie wir sehen. Hier unten ein schöner fettiger Film und wir haben auch schon Reststoffe hier drin. Das ist gewollt, das ist also nicht verbrannt. Es darf nicht schwarz sein, dunkelbraun schon. So, dann tun wir den Speck erst noch mal raus und machen dann unsere Soße. Wie gesagt, das muss unten drin bleiben. So, dann kippen wir da die Butter drauf, lassen die einmal schmelzen.
Den Herd habe ich derweil auch ein bisschen noch wieder runtergestellt. Jetzt haben wir mittlere Stufe, das ist bei mir Stufe 5. Ja, sonst kann nämlich auch die Butter verbrennen, das wollen wir genauso wenig. Und wenn die dann geschmolzen ist, geben wir das Mehl drüber. Und lassen das ein wenig anschwitzen. Also eine ganz klassische Mehlschwitze. Ja, das blubbert dann gleich schön. So, wenn das so blubbert, ist es eigentlich schon soweit. Dann kippen wir beim Rühren unsere Brühe dazu. Auch nicht zu langsam, eher schnell. So. Dann kriegen wir auch keine Klumpen. Und wie wir sehen, löst sich hier unten auch schon das Angeröstete von Speck. So. Dann noch die Sahne dazu. Jetzt müssen wir es aufkochen lassen, damit die Mehlbutter, also die Mehlschwitze, das auch abbinden kann. Das dauert ein bisschen und dann sollte man es auch ungefähr 5 Minuten leicht köcheln lassen, damit man hinterher keinen Mehlgeschmack mehr hat. Wenn man das zu kurz macht, dann verbindet sich das alles nicht richtig und dann hat man dieses grieselige Gefühl im Mund. Und das wollen wir ja nicht. Und darum schön köcheln lassen, 5 Minuten. Zwischendurch auch immer mal schön umrühren und ihr merkt schon, man sieht es schon, dass es schon anfängt anzudicken. Ein bisschen hat es aber noch. Währenddessen verteilen wir dann schon mal unseren Speck oben auf dem Lauch. Die Soße können wir in der Zwischenzeit schon mal mit ein bisschen Salz, man soll es auch öffnen. Salz und Pfeffer würzen, aber nur ganz wenig Pfeffer. Oder ich mache mal ganz wenig Pfeffer drin. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr machen, so wie ihr es mögt. Und ein wenig Muskat. Ja. Da die Kochzeit gleich um ist, tun wir ungefähr die Hälfte vom Käse dazu und rühren das unter. Und dann schmilzt das auch ganz schnell und dickt noch mal richtig an. Ja. Und dann müsste es auch gleich mal piepen und dann ist es fertig. Dann ziehen wir sie erst runter. So. Und dann schmecken wir sie nur noch mal kurz ab. Die Soße soweit schon mal fertig. Nochmal probieren. Deswegen mache ich am Anfang auch nicht so viel Salz rein, weil der Käse tut auch noch sein Übriges. Das ist ja sehr würzig. Und dann reicht das meistens schon. So, noch ganz bisschen Salz und dann. Ah, da hört ihr auch schon den Ofen. Den habe ich schon mal vorgeheizt auf 200 Grad. Ja. Und dann. Einfach die Soße oben drüber. Das ist immer ziemlich viel Soße, weil wir das nicht nur als normale Beilage nehmen, sondern wir nehmen das auch gleich mit für die Kartoffeln. Also wir essen dazu meistens Kartoffeln und dann haben wir gleich schon eine schöne Soße dazu. Wenn ihr das nur als Beilage macht und schon eine andere Soße habt, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen weniger Soße herstellen. Dann müsst ihr einfach das Rezept halbieren. Also das Soßenrezept, nicht das Ganze. Ist klar. So. Dann nur noch den restlichen Käse drüber verteilen.
dann im Ofen backen lassen, bis der Käse schön gebräunt ist und der Lauch beim Reinstechen weich. 25 Minuten sind gleich um, also pieke ich schon mal rein und gucke. Ein bisschen braucht er, glaube ich, noch. Ja. Noch so 5 Minuten. Und dann ist unser Lauch auch schon fertig. Und dann gibt es nur noch eine einzige Sache zu tun. Essig schmecken lassen.